Herzlich willkommen im Studio St. Gallen. Russland bleibt frei von Genfood. Am 5. April 2014 sprach der russische Ministerpräsident Dmitri Medvedev ein Verbot für den Import gentechnisch veränderter Organismen aus. In einer Rede sagte er: Wir haben nicht die Absicht, gentechnisch veränderte Nahrungsmittel zu entwickeln oder ihren Import in unser Land zu genehmigen. Wir sind damit zufrieden, uns mit normalen Nahrungsmitteln zu versorgen. Wenn die Amerikaner gerne Gentechnikprodukte essen, so sollen sie es tun. Wir brauchen das nicht. Wir haben genug Raum und Chancen zur Produktion organischer Nahrungsmittel. Damit hat Russland Monsanto und Co. eine schwere Niederlage beschert. Und denjenigen, die gehofft hatten, vielleicht mit Gewalt und Bestechung auch den russischen Markt erobern zu können. Wir sagen daher Bravo, Herr Medvedev. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier aus Nürnberg. Kleingärtner könnten die Welt ernähren. Mit insgesamt schätzungsweise 35 Millionen Hinterhofgärten im Familienbesitz, sogenannten Dachas, demonstriert Russland, wie man ein ganzes Land problemlos ernähren kann. 71% der Bevölkerung produzierte auf diese Weise 1999 ungefähr die Hälfte der im Land konsumierten Milch, 60% des Fleisches, 77% des Gemüses, 87% der Früchte und 92% der Kartoffeln. Und das alles ökologisch und nachhaltig. Gesamthaft gesehen bauen russische Familien praktisch alle ihre Lebensmittel, die sie brauchen, selbst an. Der russische Staat fördert diese bäuerliche Familienkultur durch ein gesetzliches Recht auf ein kostenloses, steuerfreies, privates Gartengrundstück für jeden russischen Bürger mit einer Größe von ca. 1 bis 3 Hektar. Wenn man bedenkt, dass alleine die Rasenfläche in den USA doppelt so groß ist wie die der Gärten in Russland, wird deutlich, dass es weder genverändertes Saatgut noch eine industrielle Landwirtschaft braucht, damit jeder genug zu essen hat. Man bedenke, dass die Vegetationsperiode in Russland nur halb so lange anhält wie die in den USA. Wäre das nicht für alle Länder nachahmenswert? Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.